so. So. Okay, Login. Extermination Devilism Mutaktiko. Was ist das ein langer Name? Eins meiner absoluten Lieblingsmaps. Boah, Alter. Brr. Ah, Klappe da oben. Ist aber schon geil mit den Funken. Naja. Oh. Jetzt sind wir hier? Ne, die waren draußen. Okay. Na komm doch. Sieht er mich echt nicht? Ja. Macht er hier erstmal hin und her laufen, ey. Glaub's ja. Wie kann ich die da anlocken? So zum Beispiel? Hä? Da ist gar keiner. Hä? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Wo rennt ihr rum? Ah, super. Oh. Vollidiot. Gut, ich versuche erstmal. Hier haben wir eine relativ lange Schussbahn. Nein. Was ist hier eigentlich? Achso, ja. Das abgebrochene. Ja, da seht ihr an dem Position. Egal. An der Position ist das Handletzte abgebrochen. Da nach kurz nach dem Pressure-Punkt ist mir immer direkt abgestürzt. Quatsch. Das Spiel abgestürzt. Egal. Da hier wollen wir. Nein, ohne Hashtag. So. Yay! Von hier aus klappt es, ohne dass wir Feld zum Bringen. Ist so unrealistisch. Von so weit kriegen wir komplett Schaden und sterben instant. Und so kriegen wir gar keinen Schaden. Das ist so. Naja. Naja. Das ist halt voll praktisch. Man hat hier praktisch eine Gamma-Kurve. Von da nach da hat man vollen Schaden. Dann geht es halt langsam runter bis hier. Und dadurch, dass der Schaden aber einfach mal 8 genommen wird, ist diese Kurve auch 8 mal so steil. Man müsste also genau genommen, wenn man den Schaden verachtfacht, die Kurve länger ziehen. Aber das ist denn von der Implementierung her zu schwer. Und deswegen hat das wahrscheinlich einfach nicht gemacht, der nette Herr Entwickler von Rookie. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt Brutal-Doom bedingt ist oder ob das GZ-Doom bedingt ist. Also es ist definitiv GZ-Doom bedingt, klar. Aber ob man das mit einem Workaround lösen könnte, innerhalb von Brutal-Doom. So. Zum Beispiel könnte man ja mehrere Sprengradien definieren, die sich dann überschneiden und dann immer praktisch die Summe von denen halt immer schwächer wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da so alles machen kann mit GZ. Hab dich. Wo rennst du denn hin, Junge? Vollidiot. Oh, oh, Alter. Der hat gesessen. Der hat ja was? Hä? Der hat uns 150 abgezogen von da hinten.
Oh, Maulina, das kann ja was werden. Schieß doch mal. Achso, hab getroffen. Ah. Ja, das war mit Absicht. Jetzt kommen die nämlich hier zu mir. Oh, das ist meiner. Hä? Die reagieren gar nicht. Ah! Da ist der echt einmal um die Treppe herumgelaufen, nur um mich von hinten zu bekommen. Und ich warte vorne auf den, bis der endlich kommt, und er kommt nicht und er schießt die anderen ab und in dem Moment schießt er mich schon hinten weg. Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Ach du Scheiße, ja tatsächlich. Wir haben 200-100, das heißt also, er hat uns hier wirklich komplett 150 abgezogen gehabt. Alter Schwede, die mit ihrer scheiß Shotgun. Komm, mach ich klassisch von der Seite aus. Das Problem ist von der Seite aus, da oben sind noch welche und die kommt irgendwie nicht. Und wenn wir uns hier in Sicherheit glauben, dann kommt die da garantiert wieder an. Oh, später. So. Ah! Alter! Nein. Oh, Alter, wie soll ich reagieren? Nein. Pauli Mauli. Wow. Immer mit der Ruhe, Leute. Wo ist denn jetzt? Okay. Also bringt es ja gerade gar nichts, wir haben ja noch über 100. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Bringt uns das Essen jetzt noch was? Und ganz kurz. Na, komm mal hoch jetzt. Ja, doch. Das. Ja, hallo. Nein, halt. Da. Danke. Ich höre euch. Wo seid ihr? Ich hab doch die Ränder unten irgendwo rum. Alter, die ringen mich so auf. Komm, ich such mal. Oh. Jetzt kommt man auf die Tische nicht rauf. Und wenn man da drauf ist, steht man hier wie auf einer Eispacke. Ist ja hier. Einmal reagieren, dankeschön. So, komm, dankeschön. Wo rennst du denn hin? Entweder du rennst zu mir hin oder du rennst von mir weg. Werd ich einig. Wie klang das denn gerade? Das klang ja wie so ein Pssst und so ein Schießgeräusch gleichzeitig. Ich wüsste echt gerne mal Feuerlöscher, der so extrem explodiert. Erstens mal Feuerlöscher, der bereits auf einem Schuss reagiert. Ich meine, eine Schrotflinte macht ja relativ viel Damage, aber es ist halt Streu-Damage. Heißt also, pro Punktbelastung ist gar nicht so groß. Und ein Feuerlöscher immerhin aus Metall besteht, da dürfte zwar definitiv die Farbe abplatzen, aber dass der gleich hochgeht,
definitiv nicht. Da brauchst du schon echt erstens also Einzelschuss, also halt Pistolenkugel oder Gewehr und vor allen Dingen halt größeres Kaliber. Damit halt so Feuerlöcher gleich mit einmal hochgeht. Vor allem geht er dann auch nicht hoch, sondern wird halt einfach nur erstmal rein zerbeult. Beziehungsweise wenn er Loch bekommt, dann strömt dort halt die Luft raus, weil er in Druck entsteht. Aber dass er davon zerrissen wird, ist eher unwahrscheinlich. Hallo? Ich bin hier oben vorne. Hallo, beachte mich. Beachte mich. Geht doch. Ja, ich bin freundlich, ich schieße keinen in den Rücken. So was macht man nicht. Und zweiter Versuch. Klappt das? Wird das klappen? Werde ich sterben? Nein, werde ich nicht. Wow, zwei Raketen. Ernsthaft? Normalerweise hier kriegt man hier 12 Raketen. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Das ist auch das einzige, was ja diesen Ultraviolent, Quatsch, an dem Tactical Mode nicht so mag, nicht nee, an dem Realism Mode, dass halt da diese ganzen großen Magazine immer gegen kleine Magazine ausgetauscht werden und man deswegen sehr schnell in ja, Munitionsarmut kommt. Gut, was nehmen wir hier? Ein bisschen die hier? Nein, die hier. Hat kaputt gebracht. Ah, das war der Richtige. Zum ersten Mal klappt das. Haben sie es endlich gefixt? Nice. Kann ich auch durch die Wetten durchschießen? Weil ihr wisst ja noch, früher bei dem Release-Kandidat 3 oder sogar noch früher, da war das so, dass man durch die Wetten nicht durchschießen konnte. Weder um drüber noch unten durch. Weil es praktisch als ein Objekt berechnet wurde und dementsprechend die Wetten die Kugeln komplett abgefangen haben. Man konnte also nicht durch die Dinger durch oder darüber wegschießen. Das ging nicht. Da hatte ich mich ja einmal so extrem aufgeregt drüber. Weil das natürlich dann überhaupt gar nicht mehr funktioniert hat. Ja, es funktioniert. So muss das sein. Gott, wie ich das liebe. Jetzt machen wir das mit dem... Jetzt macht das mit dem Bett noch richtig Spaß hier. Quasi eine zweite Beschäftigung, die im Bett Spaß macht. Es gibt ja noch eine gewisse andere Beschäftigung im Betten, die Spaß macht. Ihr wisst genau, was ich meine. Auch die unter 18 wissen, was ich meine. Kleiner Tipp, es hat nichts mit Ballerspiel zu tun. So, okay, okay. Wow, da habt ihr jetzt gerade direkt auf so ein Ding rausgeschossen. Halt da. Okay, man kann jetzt auch was machen. Warte mal ganz kurz. Ach Mann, Alter, ich bin doch einmal am Arsch. Ich muss mal kurz was probieren. So, klappt. Wow. Ne, man kann nicht durch die Wände durchschießen. Aber wieso konnte ich mich denn gerade treffen? Ach so, man kann nur drüber schießen, trotzdem kann man gar nicht. Wow. Wow. Okay, Bullshit. Okay, also man kann zumindest drüber schießen, aber immer noch nicht drunter durch. Wow, Hilfe. Aber wie konnten die mich denn gerade erwischen? Die muss doch durch die Wette durchschießen. Na, verstehe ich nicht. Ist auch egal. Wo denn? Ich geh mal lieber weg.
Oh mein Gott. Ich bin der Arsch gefickt. Na komm her. Nee, kann man nicht. Heißt also, die können durchs Bett durchschießen, aber ich nicht. Der ist ja behindert. Also immer noch genauso unfair wie früher. Ach, leck mich doch. Und ich hatte mich schon gefreut gehabt. Na komm. So, jetzt haben wir die blaue Karte bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt zu etwas Blauen hin. Aber erstmal müssen wir draußen die Imps loswerden, die sich jetzt hier gerade angesammelt haben. Mit ganz viel Glück geht dann auch mit der Rakete hin. Oh, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Wow. Okay, das war nice. Gut, erstmal Waffencheck. Okay. Achso, ha, ja. Hier ist ja auch etwas, was auf mich wartet, gewissermaßen. Kommt noch mehr? Ich hoffe ja nicht so. Gut, komm mit. Ach, wisst ihr was? Ey, wir haben 586er. Yay. So. Das ist ja direkt die blaue Tür. Das tut mir gefallen. Wie der einfach da steht. Wir nehmen die hier. Na komm. So, da hinten lauern wieder diese Revenants auf uns. Na komm. Gut. Alter, ernsthaft? Aua. Gott, wie machen wir denn das? War das gut? Ja, es war gut, aber ich komme nicht durch. So. Okay, Operation Schalter. Operation abgeschlossen. Gut, da sind jetzt auch wieder. Nein, wollte ich noch gar nicht. Kann ich aber doch gebrauchen, tatsächlich.
Na komm. Gehen wir hier. Erst. Ende. Finito. Okay. Okay. Raum gesichert. So, hier fahren wir eine Menge. Also am meisten haben wir hier von der Scharfmunition. Moment mal, wo ist jetzt hier die Waffen da? Ah, wow. Mindestens ein einziges Mal gibt es die gute Waffe. Ich dachte schon, die gibt es jetzt hier gar nicht. Dann krallen wir das ja auch mal direkt gleich. Oh, komm, komm. Okay. Denn die Waffe ist mit Abstand die beste von allen. Ganz ehrlich, die ist so geil. Kein Nachladen, relativ hohe Präzision und vor allen Dingen Einzelschuss. Die ist einfach so arschgeil. Gut, jetzt haben wir. Wir haben noch nicht die rote Karte. Das ist aber billig. Da. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Also, hier kommen gleich ein paar Gegner von Anfang an. Ah, guck ab. Na komm. Komm. Kommst du mal her? Nein, ich du. Du auch nicht. Du, genau, du, komm her. Du, komm her. Hättest du dir so gedacht? Boah, Alter. Meine Fresse, ich hätte los Zaul. Die geben mir sowas auf die Eier. Fuck. Was? Alter! Warum zum Fick lag dieser scheiß Imp auf den Kartons? Meine Fresse, wie soll man denn sowas sehen können? Lego mio! Diese Scheißlust-Sorry, jetzt gehen mir sowas von auf die Eier. Komm her. So kommt es sowas von her. Ankram, bitte. Hallo. Na komm. Dankeschön. So. Problem 1 von 2 gelöst. Los. Fucking los, sollte ich schon mal weg, denn muss ich immer gucken, wie ich diesen scheiß Printer von den Kartoffeln runterkriege. Aua! Erstmal hier hoch. Da liegt ja einfach dieser scheiß Print drauf. Krieg ich den da weg? Ja! Meine Fresse.
Alter, da kam auf die Idee, Impro zu packen. Ist doch kein Wohnungsschmuck. Schmuckstück. Kommt auch weg. Erstmal aufbauen. Okay, geht. So wäre ich viel besser. Na, komm her. Wo ist der andere? Wo ist dein Freund? Ich hab nichts mit Schule, aber sie sollten zumindest herkommen. Wow, genau, trotzdem nichts. Ach, diese Stelle hatte ich immer so. Und das wird jetzt natürlich richtig schön kacke. Boah, Alter, ernsthaft? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Okay. Ernsthaft? Ich hab vergessen nachzuladen. Ernsthaft jetzt? Wirklich? Kein voller Ernst? Komm her. Nein, du gehst jetzt nicht rein, du kommst raus. Gut. Dankeschön. Da ist noch einer. So, jetzt weiter überlegen, wie kommen wir jetzt am besten da. Kommen wir hier um die Ecke rum? Ja, der hat doch klar. Ey, hier sind wir sogar relativ safe. Nice. Gut, jetzt erstmal da aufrollen, genau. So, jetzt können wir nämlich hier schnell rüber. Und können jetzt von hier aus hier aufräumen. Die Strategie muss ich mir mal merken, die ist geil. Gefällt mir. Ah, da sind bereits alle weg. Sehr schön. Okay, abgesehen von den beiden Pinkies war es das jetzt soweit. Sehr schön. Meine Fresse. Ach so, ja gut. Okay, nein, erstmal hier hinten den Schalter aktivieren. Oh, da. So, jetzt kommt hier der Schalter. So, und jetzt kommt der wohl beschissenste Part mit den Revenants. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich anvisieren, auch wenn mir das auch nicht gemacht hätte. Gut, wie machen wir das? Wir können frontal angreifen oder erstmal wegrennen. Angreifen oder wegrennen. Schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder. Spaß. Oh, Alter! Ich will immer anvisieren. Warum eigentlich? Und warum klappt das nicht? Scheiß Waffe. Geht doch. So, ich glaube, ich probiere erstmal das mit dem Wegrennen. Renn doch! Was? Wie konnte er mich von da aus schlagen? Wo sind die anderen? Das klappt irgendwie gar nicht. Leck mich. Okay. Hat schon nicht geklappt. Dann also doch die klassische Variante. Hä? So. Hab doch gar nicht gedrückt. Wisst ihr was? Machen wir uns einfach. Hallo.
So, okay. Danke. Na komm. Ach, da hinten. Danke. Hä? Ach da. Dankeschön. Perfekt. Gut, dann sammeln wir jetzt noch die restliche Kacke ein. Leider gab es hier unten nirgendwo sowas wie Backpack, oder? Backpack, sag ich schon. Hier, Rüstung oder sowas. Gab's denn leider gar nicht. Aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Leider. Wow! Stockern des Grauens. Okay. Wir haben immer noch keine Autoshotgun. Gibt es hier eine? Nein. Ist das unfair, ich will eine Autoshotgun haben. Könnte ich mir nicht antun hier. Mann, oh, ich bin Autoshotgun. Ihr Schweine. Ihr gönnt einem aber auch echt gar nichts. Na gut, ab ins Ziel. So, haben wir damit alles, ne? Oh, ja, wow. Vielleicht mal die Waffen erst nachladen und dann nach Munition gucken. Danke. Ja, okay. Gut. Anno-Skript. Fängt ja schon wieder gut an. Quick save over your game named. Ja, erstmal recken stricken. Oh, lass mal sein. Oh, bisschen. Ja. Okay. Das war's mit Level 5. Schau mit Fahrer.